Ja, ich möchte mit Ihnen das Aufgabenblatt 1 besprechen. Zunächst zur Aufgabe 1. Dort war gegeben die Lösung einer Differentialgleichung eines Anfangswertproblems. Y' von t gleich f von t und y von t und y von a gleich y0. Zusätzlich sei das f zweimal differenzierbar. Und zu zeigen war zunächst mal unter diesen Voraussetzungen ist y nicht nur einmal, sondern sogar dreimal differenzierbar. Und es war zu zeigen, dass y' von a und y2' von a, y3' von a direkt durch die Anfangsbedingung festgelegt sind und auch direkt ausgerechnet werden können. Okay, zunächst mal, y ist natürlich differenzierbar nach Voraussetzungen. Es gilt y' von t ist f von t und y von t. F ist zweimal differenzierbar, also insbesondere einmal differenzierbar. Das heißt also y' von t gleich f von t und y von t, naja, das ist mindestens einmal differenzierbar. Das heißt also y ist zweimal differenzierbar. Die Ableitung von y, die zweite Ableitung, können wir direkt angeben. Das ist die Ableitung von f von t und y von t. Das Ding hier ist differenzierbar, also überhaupt kein Problem. Die Ableitung rechnet man aus mit der mehrdimensionalen Kettenregel. Und das ist df nach dt, df nach dt von t und y von t, also Ableitung von f nach dem ersten Parameter. Plus die Ableitung von f nach dem zweiten Parameter mal die innere Ableitung y' von t. Und dann haben wir uns tatsächlich hier sofort stehen. Okay, wir wissen, dass y' von t ist f von t und y von t. Das setzen wir hier einfach ein. Und dann ist das die Ableitung von f nach t. Und das habe ich hier jetzt mal der Einfachheit halber abgekürzt als ft an der Stelle t und y von t. Plus die Ableitung von f nach y, was nach der zweiten Variable an der Stelle t und y von t mal y', also f von t und y von t. Das heißt, wir haben hier einen Ausdruck für y2' von t, die können wir direkt ausgeben. Und das Argument, das da steht, ist immer ein ty von t, also ein ay von a an der Stelle a. Und naja, wir wissen, y von a ist y0. Das heißt, alles, was hier steht, können wir tatsächlich ausrechnen. Ja, wir müssen nur das f differenzieren und dann an den Stellen a und y von a auswerten. Okay, wunderbar. Es hieß, f ist zweimal differenzierbar. Das heißt also, insbesondere sind die Ableitung von f nach t, die Ableitung von f nach y, f und y selbst wieder differenzierbar. Okay, das heißt, alles, was hier oben auftaucht, ist tatsächlich nochmal differenzierbar. Das heißt also, auch die linke Seite ist nochmal differenzierbar. Das heißt also, y3' von t existiert. Und ich kann es sogar auch wieder direkt angeben. Einfach indem ich den Term, der hier vorne steht, einfach nochmal differenziere. Nehmen wir uns hier den ersten Term vor. Das ist die Ableitung von f nach t an der Stelle t und y von t. Ableitung nach der ersten Variable hier vorne gibt die zweite Ableitung von f nach t an der Stelle t, y von t plus wieder Kettenregel, also Ableitung von ft nach y, gibt also jetzt d Quadrat f nach dt mal dy an der Stelle t, y von t. Und noch eine innere Ableitung y' von t und die schreibe ich hier gleich als f von t und y von t. Das ist einfach nur die Kettenregel hier vorne tatsächlich angewandt. Okay, was passiert? Hier vorne steht jetzt ein Produkt, das heißt also fy von t und y von t mal f von t und y von t. Brauchen wir die Produktregel. Ich lasse zunächst mal diesen Term hier vorne stehen, dann gibt es ein fy von t und y von t mal die Ableitung von diesem f hier vorne. Ja, die Ableitung von f, das ist y', die haben wir gerade ausgerechnet. Das heißt also, das ist fy von t und y von t mal ft von t und y von t plus f mal fy ist genau das, was schon hier oben stand. Ja, okay. Gut. Jetzt müssen wir uns den zweiten Teil des Produkts vornehmen. Hier steht ein f von t und y von t. Das nehme ich diesmal raus. Dann muss ich das hier nochmal nach t differenzieren. Gibt nach Kettenregel ein fy nochmal nach t ableiten, gibt ein ftY an der Stelle ty von t plus, naja, jetzt muss ich das hier ableiten nach t, gibt ein fy
fy mal die innere Ableitung y'. Und die habe ich glatt hier vorne vergessen. Ja, machen wir die noch dazu. Ups. F von t und y von t. Ja, hier kommt natürlich noch eine innere Ableitung rein von diesem y von t. Ja, von diesem y von t hier vorne kommt noch eine innere Ableitung y', das ist wieder ein f. Ja, und dann haben wir hier genau das stehen, was wir brauchen. Okay, gut. Das heißt also, wir können tatsächlich y', y'2', y'3' ausrechnen, wenn wir a und y von a gegeben haben. Wir müssen einfach nur die Funktion f differenzieren und hier vorne die richtigen Argumente einsetzen. Okay, gut. Und damit ist alles klar.